Du bist der Wichtigste, das meine ich wirklich ernst. Du bist der Wichtigste in deiner Situation, in deinem Leben. So viele Menschen kann man beobachten, wie sie sich beklagen über die Umstände im Außen, über ihren Lebenspartner, Lebenspartnerin. Sie beklagen sich teilweise, ich kenne solche Menschen, ein Leben lang über den Lebenspartner. Was ist so etwas für ein Leben? Das ist doch kein Leben. Das ist Frustration und schlechte Energie. Man kann sich immer eine einzige Frage stellen. Wenn ich meine Situation nicht lieben oder nicht annehmen kann, so wie sie ist, dann gibt es nur einen Ausweg, die Situation verlassen. Alles andere ist purer Wahnsinn für sich selber und für andere. Love it or leave it. Liebe es, nimm es an, so wie es ist, oder verlasse die Situation. Das Außen wird nie so sein, wie wir glauben, dass es eben richtig ist. Irgendeiner spinnt immer, das ist normal. Und wenn es der nicht ist, dann ist der, dann ist es der oder der andere. Irgendeiner spinnt immer, das ist ein Naturgesetz. Aber das Schlimmste, was man machen kann, ist, sich zu beschweren über das Außen. Fokus zurück, Hauptfokus zu sich selber und sich die Frage stellen, kann ich es lieben, kann ich es annehmen, so wie es ist, oder nicht? Wenn nicht, dann leave it, dann verlasse die Situation mit allen Konsequenzen. Und du wirst sehen, das Leben wird danach, jo, genial, habe ich schon mehrmals erlebt. Die Situation schwierig, Situation verlassen, dann geht die Post ab. Und bei anderen Dingen hält man durch, aber man beschwert sich nicht über das Außen. Hält durch, ist in einem Reifeprozess, es entwickelt sich. Man muss die Situation dann nicht verlassen, die Situation reift aus. Es wird genial, wenn man sie annehmen kann als Lektion, als Challenge. Love it or leave it. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe beim nächsten Video. Pfiat dich!